Gott segne. Dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich! Jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter! Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze! Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Hm, na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Gestaltner draußen, zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Kingdom Come Deliverance, ja, aus dem tschechischen Hause von Warhorse. Ist, glaube ich, tschechisch? Tschechisch? Mein Gott, ich kann heute nicht reden. Ja, herzlich willkommen. Was geht ab, Mann? Endlich hier. Kingdom Come Deliverance. Lange wurde drauf gewartet. Endlich geht's los. Ich glaube, über Kicks hat er ja damals finanziert. Alles pipapo. Bla bla bla. Ist ja egal. Aber jetzt geht's los. Verdammt nochmal. Wir sind in Böhmen. Das ist, wo ist denn das genau? Ehemaliges Tschechien ungefähr? Sowas? Also Böhmen ist jetzt Tschechien. Ist egal. So, was ist los? Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Gut. Was haben wir denn gemacht? Guck ich mal. Wir unterhielten uns. Also, das Schöne ist ja, wir haben hier echt ziemlich alles an Möglichkeiten, die wir bleiben. Du hast keine Sorgen, falls du nicht zufrieden bist. Alle Eigenschaften können ohne Einschränkung weiterentwickelt werden. Wunderbar. Finde ich gut. Dann nehme ich, unterhielten uns in der Schenke. Wir haben ein Gläschen Bier, ein Gläschen ist ja kein Bier, ist Met. Keine Ahnung, was sie da damals gesoffen haben. Ich war beim Reigen, ja, tanzen, ne, dies, das. Ich war bei Bianca. Vitalität, ah ja, die Dolchstoßlegende. Zwinker, zwinker. Ich arbeitete der Schmiede. Ich würde sagen, wir versuchen mal irgendwo so einen redseligen Typen zu machen. Ich sag mal, wir unterhalten uns in der Schenke. Nicht viel. Die Jungs und ich haben uns bloß in der Schenke unterhalten. Irgendein Wandersmann kam vorbei und erzählte uns, was in der Welt so vor sich geht und... Ich übersah die Zeit. Hoffentlich hat er dir keinen Floh ins Ohr gesetzt. Na, hoffen wir mal, hoffen wir mal. Das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Ah ja, den kenne ich doch. Wieso sollte ich mich für Schwerkämpfe begeistern? Bla bla bla, das ist mir egal. Also ich würde sagen, wir machen so eine Mischung aus Redekunst und Stärke. Also wir können versuchen, die Leute zu überreden, aber wenn sie uns draufhauen wollen, dann hauen wir zurück. So richtig schön... In die, Leviten. So. Ist doch egal, dann lerne ich es eben. Ist egal. Und es kann kaum schaden, oder?
wenigstens weiß ich mich dann zu verteidigen. Das wird... Jesus Maria, Heinrich, du weißt, was dein Vater tun wird, wenn er es erfährt. Wird er was will er denn tun? Ich tue nichts Unrechtes, ich wollte es bloß versuchen. Setz deinen Dickkopf nur durch. Ich kann dich nicht davon abhalten. Also schlag dich selbst mit deinem Vater herum. Okay. Ich helfe dir nicht. Soweit ich sehe nicht. Das, also, ob er wütend auf mich ist, wieso sollte er wütend auf mich sein? Er weiß ja noch nichts. Ob sie Hilfe braucht? Ach, warum meine Freundin? Nein! Mama, ich bin aufgewacht! Ich habe Hunger! Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Ah, die Frau weiß, was gut ist. Die Frau weiß, was gut ist. Kann ich das nochmal? Nee, kann ich nicht. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Okay, mal gucken, ob sie es nochmal sagt. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Okay, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Matthäus, der Lodder. Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Das ist richtig, da habe ich sie jetzt mal gesehen, glaube ich. Ach, lass gut sein, Mutter. Warum? Sie sind keine Saufbolde. Matthäus und Fritz sind keine Saufbolde. Das habe ich auch nicht gesagt, oder? Und wenn es mich wirklich stören würde, hätte ich es längst unterbunden. Naja. Ich war auch einmal jung, weißt du? Und dein Vater war auch nicht gerade ein Engel, als er in Kuttenberg war. Nein, ich will das wissen. Keineswegs war er das. Du glaubst mir nicht? Frag ihn. Das werde ich. Nein, ich will, dass du es mir sagst. Jetzt bist du ein Mann, Heinrich. Und es ist an der Zeit, sich wie einer zu benehmen. Gestern hast du deinem Vater versprochen, ihm in der Schmiede zu helfen. Ja, da war ich betrunken. Wenn du dich ab und zu nützlich machen würdest, würde mich deine Herumtreiberei auch nicht so stören. Hallo, ich bin nützlich? Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Ratzig. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Alright. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter. Natürlich helfe ich ihm. Natürlich. Gut. Und was haben wir jetzt? Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Sturm. Wettersturm oder was für ein Sturm? Jetzt frage ich sie, ob sie Hilfe braucht. Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Dass ich dem Vater helfen soll. Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurück. Ach, guck an. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Jetzt soll ich dem Vater auch noch helfen. Ja, dann beenden wir das Gespräch. Das ist sowieso zu langweilig. So. Spiel ist... Pass auf, wo du hingehst. Du bist doch hier gerade. Der Raum ist groß genug, Frau. Ja, damals war die Ordnung noch ein bisschen anders. Mutter. Ich bin der Erstgeborene. Einziggeborene. Gehe ich mal von aus. Du hast mir zu gehorchen. Oh, nicht mich... Pass auf, wo du hingehst. Ich geh da hin. Hey. Ich will, du rennst mich doch hier über den Haufen, Mann. Was ist denn? Hey. Hey. Das ist ein Apfel. Ja, das ist... Oh. Hab ich geschlagen. Ach, okay, mit E kann ich aufheben. Ein Brötchen. Ich will noch ein Brötchen. Huch, was hab ich gemacht? Okay. Ich... Wie, das ist nicht möglich, während ich sitze. Ah, ich muss etwas zu essen besorgen. Hab ich doch. Knurrt der Magen. Alles in Ordnung, mein Sohn? Ach, ich hab so viel Stress in der Schule. Oh. Alles. Hier, ich möchte aufstehen. Hier, Escape. Okay. Ich muss mich natürlich noch mit der Steuerung ein bisschen bekannt machen. Aber ich glaube, ich komme... Pass etwas besser auf. Ganz gut klar. Mit... den anderen Apfel auch noch mitnehmen. Kann ich hier noch was mitnehmen? So, Quatsch. Ich will mich nicht setzen. Alles mitnehmen hier. Das ist alles meins. Mutti hat's gekocht für mich. Die Suppe nehme ich. Den Apfel nehme ich. Ein Apfel. Die Flasche Milch hier, die will ich auch haben. Hallo Mama, du kannst mir gar nichts. Das hätte es bei mir zu Hause nicht gegeben, aber im alten Böhm offensichtlich schon. So. Soll ich alles mitgehen lassen? Boah, Käse nehmen wir auch nicht. Hm. Das
So gut sieht er aber nicht aus. Ja. Wie sieht es mit Trinken aus? Ich habe Durst. Mutter! Wo ist das Met? Ich sehe das Met nicht. Okay. Dann haben wir das geklärt. Dann gehe ich... Kann ich hier raus? Oh mein Gott, ich bin eingeschlossen. Ah, ich bin noch mehr. Ich habe eine Sackgasse. Okay, nice. Wir machen uns so langsam vertraut. Ah, Möhren. Ist mir zu gesund. Lauter Äpfel. Das ist nicht so meins, ne? Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja. Okay, auf Iva Inventar, ne? So, Apfel. Kann ich die jetzt einfach hier essen? Ach, cool. Ich kann die alte Stiefel rüste ich mal aus. Kann ich das? Okay, jetzt habe ich es ausgerüstet. Dann esse ich mal einen Apfel. War der lecker. Okay, ich kann auch ohne Hemd, dann sehe ich irgendwie ein bisschen komisch aus. Okay, ihr seht schon, man kann einiges machen hier. Ich habe einen Truhenschlüssel. Okay. Dann, was war das? Kann ich das hier? Ist das eine Truhe? Gehen wir hier mal raus. Da war eine Sense, die will die haben. Ich will die Sense haben. Na gut. Dann soll es so sein. Offensichtlich kann ich hier nicht alle. Also, noch ist es ein bisschen eine kleinere Geschichte, beziehungsweise noch haben wir nicht alle Möglichkeiten, uns frei zu bewegen, aber das wird im Laufe des Spiels noch kommen. Kann ich mal hier so durchschauen. Schick sieht schon aus. Schöne Ecke hier. Das dürfte Apfelbaum sein. Ja, liebe Freunde! Jetzt gehen wir mal zu Papa. Was entdeckt Schleifstein? Möchte ich kurz fragen, wo ich den Schleifstein entdecke? Da. Da ist er. Da ist er. Da ist das Ding. Ich glaube, ich muss außenrum zum Fati. Fati, Fati! Ich wollte dir helfen! Ui. Wollte ich nicht stören beim Hauen. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Nein, du hast auch nicht gerufen. Okay, was ist los? Überzeugen! Du kannst einfach Reden benutzen. Ja, dabei spielt kein Ruf jedoch. Was? Dabei spielt jedoch dein Ruf, den du dem Gesprächspartner genießt, eine Rolle. Oh. Naja. Ein Ruf ist, glaube ich, nicht so der beste aktuell. Dann haben wir, im Mittelalter war der soziale Status höchst bedeutsam. Die Qualität deiner Gewandung und deine Körperpflege haben im Zusammenspiel mit deinem Ruf enormen Einfluss darauf, wie Menschen auf dich reagieren. Okay, ich habe verstanden. Also heißt auch mal hinter den Ohren waschen. Ah, oh, hier, zwei gekreuzte Schwerter. Siehst du gefährlich aus, fürchten die Leute sich davor, dich zu verärgern und sind eher gewillt, dir gefährliche Aufgaben zu übertragen. Das ist gut. Das macht eigentlich keinen Sinn. Dabei spielen vornehmlich deine Stärken und der abschreckende Effekt deiner Waffe und Ausrüstung eine Rolle, aber auch andere Aspekte wie beispielsweise Blutflecken auf deiner Kleidung. Okay, das heißt, wenn wir Blutflecken haben auf der Kleidung, wenn wir richtig böse aussehen, dann kriegen wir die guten Aufgaben. Die gefährlichen. So. Geld, manchmal kannst du Geld für dich sprechen lassen. Okay, ich verstehe, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. In speziellen Fällen können bestimmte Fähigkeiten von Heinrich einbringen, zum Beispiel die Fähigkeit Reiten. Okay, ich weiß nicht, inwiefern das beim Bereich überzeugen. Lassen wir das mal sehen. Okay, hier haben wir noch jede Menge andere Sachen. Hier haben wir die Redekunst, Charisma, Stärke. Alright. Höhe meines Rufs und des meines Gegenüber. Heinrich, Wächter. Er ist Wächter. Ich verstehe. Mein Geld? Okay. Es wird also ziemlich alles angesagt. Gut. Ich bin bei... Hier sieht das jetzt unten links. Ich bin bei... 2, mein Ansehen ist 7. Und Nummer 3 ist, ich lasse mir nichts. Okay, also man merkt schon ein bisschen. Das eine ist so ein bisschen das Rausreden, das andere ist so dieses Adlige, so man, ja, also ich wollte doch nur mal kurz umgucken. Und das andere ist wirklich Krawall, haue, ich lasse mir doch nichts befehlen. Aber ich glaube, weil wir ein relativ, ich versuch's mal jetzt so, ich musste was erledigen.
Verzeih, ich musste mich um etwas kümmern. Naja, ist nicht so tragisch. Ah, cool. Sei's drum. Wir haben Party viel zu tun. Glaubt. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Alright. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Was? Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Alles klar, ich verstehe. Axt, anderen. Hammer und Nägel zurückholen. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Okay, ich verstehe. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Na, achte mal auf die Sprache hier, Kollege. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Richtig. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke halt. Ja, ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Okay. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Alright. Aufgabe beschlossen. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. So, liebe Freunde, dann haben wir das auch geschafft. Also, wir haben jetzt ein bisschen was zu tun und ich würde sagen, wir kümmern uns in der nächsten Folge genauer drum. Wir müssen hier die Parierstange, die Kohle und danach noch oder währenddessen einen Suffkopf verdreschen. Kriegen wir auch. Ne? Hast du gesehen? Kärchen hier blocken. Putz! Schade. Nun, also, wie gesagt, liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat bis hierhin Spaß gemacht. Ihr seid interessiert. Dann lasst es mich wissen. Ich krieg schon die Sätze nicht mehr hin. Nun lasst es mich denn wissen, ob es euch gefallen täte, eine weitere Folge teilzunehmen. An diesem Spektakel von Kingdom Come Deliverance. Ansonsten, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Und ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Ist alles möglich. Ich komme nicht zum Punkt. Lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Und dann können wir so richtig loslegen hier im Böhmen. Also, bis dann, macht's gut. May the fun be with you.